Es geht also wieder los. Eine der letzten Folgen, meiner Ansicht nach, glaube ich schon, Bloodborne. Vielleicht die letzte? Vielleicht sogar die letzte, wenn wir sehr, sehr schnell sind. Hier mit Wilbald, dem Weisen. Ich finde es so schön, wie er aussieht. Man sagt, der Mond geht nur auf, damit er schöne Selfies machen kann. Ja. Mit sich als Krone und dem, ne, damit das richtig zur Geltung kommt. Er ist richtig toll. Er hat, guck mal, er fing an als Bettler in Demon's Souls und er hat sich hochgearbeitet. Als Nichtsnutz fing er an. Es ist wunderschön. Die Sonne ist ein Kronleuchter. Ist es die Sonne oder der Mond? Ist es beides wahrscheinlich dasselbe? Ja, eine Lichtquelle halt. Eine. Aber ist. Die sparen sich auf jeden Fall irgendwas Leuchtendes. So, ja, wir sind wieder da. Wir haben gestern hier quasi an dieser Stelle sind wir raus und das Geile ist, wir sind exakt an dieser Stelle. Ne? Also wir mussten nicht irgendwo hinlaufen, zurücklaufen, sonst was, sondern die Gegner sind weg. Die wir geschlachtet hatten schon. Und wir können jetzt hier direkt weitermachen. Das ist echt geil. Mach mal. So. Haben wir ein richtiges Ziel? Oder waren wir noch am Rumirren? Wir hatten ja so ein bisschen was erledigt. Nee, also hier sind wir gerade erst angekommen. Genau. Und hier gibt's ja ganz viel. Also einfach in irgendeine Richtung. Da unten sehe ich schon allein da wieder dieses Item, was wir jetzt haben liegen lassen. Und warte mal, geht's dann da wieder hoch? Da ist die Leiter. Da drüben ist ein Item. Ach so, warte mal, ist das? Naja, da können wir ja kommen. Hier ist ja auch die Treppe. Leiter mal nicht. Ja. Kommen wir wahrscheinlich. Also wahrscheinlich auch einfach runterhüpfen. Wir haben es ja dicke. Ah. Ja, kann ich wahrscheinlich. Ja, das oder ist ja eine Treppe. So. Na gut, drei Blutfiguren. Okay. Das war jetzt vielleicht gar nicht so. Aber dann können wir uns zumindest mal hier unten nochmal umschauen. Hier sind. Ah, die Hundis. Hundimänner. Ich dachte beim ersten Mal, als wir die gesehen haben, dass sie ihren Kamm erst ausfahren. Aber nee, die haben den schon immer. Boah, das war knapp. Weißt du, was mir richtig Bock macht mittlerweile, weil ich auch, also ich im Kampfsystem ein bisschen besser jetzt aufgehe. Wenn du einen Schlag machst, hast aber den Person A anvisiert und wechselst dann zu Person B, damit der zweite Schlag einen anderen Schwung hat und zwei oder so bestenfalls erwischt. Ganz kurz, hast du das gerade gesehen? Ja, ja, der macht so eine Blitzattacke, eine Fernattacke vor allen Dingen. Ja, der kennt man den. Hat er extra langen Stab oder was ist das für eine? Guck mal, ja, okay, ja, so der hat einen Leuchtstab. Stab. Ja, hin und Frechtags, dem Heimleuchten, würde ich sagen. Von hier geht das nicht. Ah, scheiße, da komme ich nicht rein. Oh. Ah, der kommt von oben dann. Ich muss da über diesen Shit. Steg. Ja, okay. Komme ich denn hier wieder hoch? Da ist die Treppe. Ah, da muss ich auch rum. Dann gebe ich mal Vollgas. Aber mir gefällt es bisher, also dieser Level gefällt mir besser als zum Beispiel der Sumpflevel in den Dark Souls oder Demon's Souls. Ja, ein bisschen ähnlich sind. Also lieber Fischdorf als diese ekelhaften Höhlen. Oh Gott. Ah, die laben sich. Das ist richtig voll. Da ist auch noch, gucken die an. Hab ich nicht getroffen? Einmal in der Mitte durch. Oh Gott! Das war mehr als gedacht. Nochmal. Ja, das ist schön. Hack, hack, hack. Ich kann da nicht mehr. Das ist immer das Mieseste. Wenn du nicht aufstehen kannst. Ja, und die hacken auf dir rum. Ja, da hinten sind dann noch welche. Die haben mich nicht gehört. Weil ich mega schnell bin. Was machen die denn da? Die feiern so ein Fest. Geile Geräusche. Ah. Ja. Was? Ich dachte, der wäre tot. Ach, der. Ist eigentlich sehr fair, dass der letzte Schlag dann keine Energie frisst. Naja, wir haben halt genau genug, um das zu überleben, ne? Ah, die haben echt die ganzen Maden genascht. Dieses süße, verwesende, faulige, madige Fleisch. Madennascher. Sascha, der Madennascher. Natascha, die Madennascher. Ja. Oh, viel, viel, viel eher. Nee, viel fein, viel eher.
Und souverän macht er das. Sehr schön. Angewählt. Oh. Hundimann. So. Hier durch. So. Problem. Ich weiß noch. Im Büro meines Vaters, wo ich ab und zu früher, als ich sehr jung war und noch kein Englisch konnte, zu Besuch war, hängen immer so Bürowitze. Mhm. Und da war so ein schickendes Pärchen, aber du hast es nicht gesehen. Entschuldigung, da war ein Ehepaar, was Liebe machte. Was ich liebte. Aber man sah nur die Silhouette auf dem Bette. Und, okay. Aber es war für jeden ersichtlich, David Bumsen jetzt praktiziert. Ja. Und darunter stand Made in Germany. Und ich habe immer so davor gestanden, Made in Germany. Was meinte? Was ist mit Made? Das ist doch gar kein Satz. Was ist Germany? Made in Germany. Das ist so geil, ne? Ich weiß noch, ich habe da tagelang hab ich daran gerätselt. Das ist ja fantastisch. Made in Germany. Mit Armani. Ja. Das ist ja fantastisch. Ich möchte sagen, die Geschichte mag ich. Du weißt es immer wieder, mich zu überraschen, Simon. Auch nach all den Jahren. Ja, mir fallen ja. Das hier ist ja auch eine Dokumentation meiner Erinnerungen, damit ich sie mir nicht merken muss. Also irgendwann gucke ich mir das alles an. Oh, das ist ein guter. Mach den alle. Komm, vergiss es, der ist weg. Einen anderen Lump. Ja, der ist mir abhanden gekommen, aber die kommen ja wieder. Wir müssen uns nur die Stelle merken. Wahrscheinlich bietet er eh nicht diesen geilen Mega-Brocken, den wir immer wollen. Wo ist er denn eigentlich jetzt, der Heinmück? Da hinten auf der anderen Seite, alter Schwede. Wie komme ich denn da am besten rüber? Ah, ich bin auf der falschen Seite. Mist. So, da unten ist er noch, guck mal. So, haben wir ihn doch. Schön Brocken. 3 Stück sogar. Roll. Aha. Okay, warte mal, ich muss irgendwo einen. Wie komme ich denn da rauf? Wo ist die Leiter? Da. Über mir. Da. Ah, schon über uns. Da ist diese Trittleiter, da muss ich rüberlaufen. Das heißt, da hätte ich wahrscheinlich an der anderen Seite. Sogar diese Pflanzen sehen so ein bisschen aus wie ekelhafte kleine Fangtentakel, die dir irgendwie. Oder ist es Hafer? Nee, es ist mutierter Hafer. Widerlich. Klauenhafer. Ja, stimmt. Kannst du garantiert nicht essen. So stelle ich mir das Teufelsgras in. Ja. Links vor. Der dunkle Turm. Widerlich. Ja, okay, pass auf, da geht's nicht. Dann. Hier aus der Ecke, muss ich da hinten raus. Ich muss hier raus. Das habe ich gerade aus dem Chat, das wird dir gefallen, Nils. Sendung mit der Maus hat mal einen Beitrag gemacht, wo sie der über eine Made ging, die reiste. Und dann haben sie überall gezeigt, wo die Made war, weil überall Made in Germany, Made in Britain, Made in. Ne? Das ist lustig. Die Sendung mit der Maus, ne? Die sind auch crazy. Die belügen die Kinder eigentlich. Ist einfach Lüge. Ja, oder? Lüge. Die Lügen mit der Maus. Seite komme ich von der Seite hier hoch. Oh, hier hat jemand richtig rumgerödelt über uns gerade. Hier geht's auch nicht hoch. Was haben wir denn hier auf der Seite noch? Oh! Wie? Alter, da war ein versunkenes Dorf. Hast du gesehen? Ja. Ja, aber du bist irgendwie so, du bist einfach durchgeklippt. Ja, ich habe. Aber wo ist denn dann jetzt wo sind denn jetzt die Blutechos? Die liegen davor, wo sie erreichbar sind. Ja, das ist ja interessant. Lieber Chat, ihr könnt mal so theoretisieren, was da gerade passiert ist. Ob sich das lohnt, soll ich da nochmal hin? Ist das ein Geheimnis oder war das ein Fehler einfach? Ein Bug? Nee, das ist einfach, da darf man einfach nicht hin. Das ist Tiefsee. Also der See ist. Ja, aber das sah. Okay, ja, nur es sah komisch aus, finde ich. Oh. Da kommt der Riese, ne? Und da ist diese. Das ist die falsche Richtung. Du hast ihn auch gerade nicht getötet, ne? Der hatte nämlich noch unsere. Jetzt sind sie weg, egal. Ja, ja. Es ist, wir kümmern uns irgendwie schon lange nicht mehr um die Seelen. Ich weiß nicht. Das hier was bedeutet? Ach, Sonnenblume. Ja. Das war doch da bei diesen. Aber. Da geht's auch weiter da. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, was diese Sonnenblumen. Ich bin sicher, dass das ein
dass das eine Bewandtnis hat. Und irgendwie interessiert es mich. Oh, okay, man kann nicht auf die Steine. So, soll ich den Weg zurück und deine Sachen holen? Du kommst da wahrscheinlich eh hin. Also kannst du erst mal gucken, was jetzt da ist. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Deswegen, ich will nur jetzt auch nicht was Neues aufmachen. Guck mal, was da unten ist. Geil. Ist das ein Tier oder einfach nur ein... Ja, da liegt irgendwas. Ja. Das ist garantiert wieder ein Endgegner. Naja, das sieht schon sehr fischig aus. Höheres Wesen. Ja. Gandalf sagt auch, da geht einiges. Kann ich da runterspringen? Auf den Felsen würde ich dann springen. Ich hab's versucht. Oh, nee, ernsthaft? Ja, mach nochmal, komm. Aber du hättest auch gedacht, dass man da springen kann, oder? War das too much? Oder soll man hier einfach nicht springen können? Vielleicht soll man das nicht, also... Okay, tut mir leid, zu Recht regt ihr euch jetzt auf wahrscheinlich. Ja, ist doch nichts passiert, außer dass die 26 Seelen für alle Zeit... Ich dachte, oder wir noch scheißen mehr drauf. Wie viele Seelen hatte ich eigentlich? Hattest du das mal drauf geachtet? 30.000 oder so. Nur? Vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr. Wir müssen uns, glaube ich, mal konsequent überlegen, wollen wir noch Seelen... Ach, ey, wenn wir genug... Was heißt, nee. Wir haben nicht genug, wir müssen schon aufpassen. Ja, aber ich finde, wenn man so 50.000 hat oder so, also sollte man schon vorsichtig sein. Oder, ne? Aber... Haben wir es dann nicht gestern gemacht? Wollten wir nicht gestern noch zurückspringen? Cool, immer noch ich die. Nee, ach, gestern mal, da sind wir so oft verreckt auf diesem Weg zur Laterne. Derselbe. Ah ja. Hier war der Typ. Der ist immer noch da, okay. Ah ja, den hatte ich letztes Mal platt gemacht. Der ist da durchbohrt. Ja. Schaffe ich's? Ja, natürlich schaffst du's. Aber der konnte es ja gar nicht mehr heim. Ah, ich fall gleich runter. Er fällt gleich runter. Oh, fuck. Boah. Geile Keule auf jeden Fall. Scheiße. Nein! Verwehrt! Ja, verwehrt. Ja, er wollte sich wirklich einfach uns mal heilen, ey. Der Frechdachs. Da war ich eben. Geht's da? Da bist du rübergekommen über dieses Ding, oder? Entschuldigung, eben gerade bin ich da rübergelaufen, ja. Genau, und jetzt? Und kam aber nicht runter. Also warte mal, ich würde vielleicht. Lass mich nochmal gucken. Da genau, auf der Seite. Über den Steg, meinst du? Ja, kannst du mich da droppen lassen? Vielleicht, wenn ich hier hochlaufe. Nee, warte mal zurück. Warte, ich zeig dir, was ich meine. Hier, wenn ich hier... Das meinst du, oder? Dass man da geht's ja auf jeden Fall auch gleich weiter. Ja, da oder von da hinten, dachte ich. Alter, was ist denn das hier für ein... Warum verfolgt mich das? Das ist doch nett, der leuchtet immer in unsere Richtung. Nee, ich meine, wenn du da rüber gehst... Geh mal hin. Und dich dann da links... Ja, vom Dach auf den Steg kannst du dich droppen lassen. Da, wo der Typ hier laut Chat patrouilliert. Wir schon dahin, wo der Stabtyp mit dem Blitzen war. Ja, aber da kommen wir ja hin. Da, auf den rauf und dann... Genau. Vorsicht, der schießt bleibt. Mal gucken, was hier ist. Ach, das ist ja hier. Ja, ja, eben. Mann, das ist. Und jetzt kannst du da nicht runterspringen wie ich eben. Bewegen. Hilft er mich trotzdem? Andere Seite, ne? Einmal gucken, ich muss einmal checken, wo ich. Da war ich ja auch schon überall. Jetzt schießt er wieder, Vorsicht. Und dann kannst du da über den Steg und dann kriegst du ihn. Okay. Da ist der. Tschüss. Eigentlich wollte ich aber ja... Noch einer drin. Ja, da warst du vorhin, genau. Aber ich will eigentlich darüber, zu dem Endgegner. Zu diesem großen... Aber vielleicht kommt man über die andere Seite, das ist ja noch eine Höhle auch. Da hinten noch so ein Eingang. Die Leiter hoch? Glaubst du, diese Leiter bei dem grünen Ding? Nee. Ja, nee. Ich meinte da... Ja, doch, da kommt man vielleicht auch hin wieder. Oh, gut, dass ich nicht runterfalle. Ja. Ich dachte, ich werde... Ey! Ist mein! Boah, das ist Oh, das ist unangenehm. Voll die Lanze in der Wade. Boah, der Schwede, ey. Der baumelt da noch. Kümmert Wilbald gar nicht. Ach, nee. Ja, toll. Okay, das hat gar nichts gebracht. Ja, aber ich dachte, du mach mal, du bist so mega schnell, weißt du? Ja, ich orientiere mich so ein bisschen an dem Ziel, was ich habe. Oh. Den habe ich erwischt, ne? Ja. Was war der mit den Blutsteinscherben wieder? Nee, das war der Typ, der Feuerball geschmissen hat. Aber das hier ist doch dieses Vieh. Stimmt, ja. Sieht so aus. Ja, der hat nichts. Haben wir nichts abgegeben. Ja. Also ich, Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen hektisch bin. Ich versuche nur an die Stelle zu kommen, hier darüber. Vielleicht geht's hier unten weiter. Das sind ganz schön. Hier kam ich eben her, ja. Also ist da, wo wir eben gelaufen sind, da warst du ja auch auf dem Ende von der Brücke. Ich will was probieren. Und da... Mal. Und dann, jetzt brauche ich nur noch Feuer.
Haben wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Wir haben noch eine Verzögerungsgranate, glaube ich. Oh, gar keine mehr. Na gut. Ach, okay. Egal. Ja, wenn ich da jetzt runterspringe, das sind schon viele. Kriege ich schon auf den Sack. Kann ich nicht einfach. Da geht's da hoch? Nee, nee, oder? Nee. Sieht mir überhaupt nicht hoch. Jetzt auch auf der anderen Seite wieder runter. Ja. Obwohl, nee, warte, jetzt nicht mehr. Du bist ja aber kann ich, warte mal, kann ich hier nicht links? Ja, nee, ich glaube nicht. Da will ich hin. Nee. Ich kann ja wirklich nicht. Nee, du kannst nicht nur da glauben. Okay, dann Geronimo. Geronimo! Das Spiel ist. Schaffst du. Ja, gut. Jetzt muss ein Tunnel raus, sehr schön. Ah, sehr gut. So. Das wäre ihr Fehler. Sie haben sich laufen lassen. Wer war schuld? Ey! Wilber. Git. Wir haben die auch die Steine lenken naja, nicht mehr. Naja. Kannst auch nochmal angucken bei Gelegenheit. Steht hier auch nicht bei auf. Finden den Gang irgendwie nicht so richtig. Nascher. Oh, ja. Einmal den Mittelscheitel. Tut echt weh. Ja, wenn man da ein bisschen weniger Energie hat, dann hat man ein Problem. Ey, jetzt passiv. Ey! Nee. Nein! Der Muschel. Aber den letzten immer, ob das so bewusst ist oder ob das. Der macht nie Schaden, ne? Ja, also es ist wie so, als wenn du das Fleischerbeil dann rechts ins Holz zurückhackst, sozusagen. Damit es da kurz stecken bleibt, bevor du das nächste Stück Holz, Stück Fleisch rausholst. Ich denke, die wollen einen eher schockieren, dass man denkt, jetzt bin ich tot und dann macht der letzte keinen also, Schaden. Das ist aber. Aha. Who has the last laugh now? So, da musst du theoretisch. Hoch oder so, da gab es zumindest irgendeinen Eingang noch, den ich nie reingelunzt habe. Ja, dann machen wir das. Hier vorne sind Leitern, Treppen, siehst du? Ja, genau, da kannst du hoch. Ja, also hier vorne meine ich. Da, ganz hinten. Ja, ich glaube, da waren wir auch schon. Da waren wir? Ja, dann geht mal hier lang. Und da bin ich ja abgestürzt. Weil ich da mal gucken wollte, was da ist. Okay. Oder? Da ist schon wieder die Glocke. Oh. Kommen jetzt starke Feinde? Oder es kann auch sein, dass die Meldung für die Creeps war und wir sind der starke Feind. Der König. Der König ist zurückgekehrt. Der König ist da, König Wilbald. Rückkehr des Königs. Der dritte. Da! Geil! Ah, komm her, starke Feinde. Da wollen wir mal gucken, hä? Stark ist ein der Scheiß kommt, dagegen, ja, Alter. Mal, zack, der kommt nicht mal zur Entfaltung. Kommt nicht mal dazu, hier kurz den Hut abzusetzen. So, noch einer. Oh, ist den Hautgewand. So, welche war das von eben? Da, Bestienhaut. Ah, da. 120, 120, 70. Ich weiß, wir wollen aber Wilbald. Ja, aber ist der König der Bestien ist auch nicht schlecht. König der Bestien, gell? Ich finde das auch geil. Schummeres. Toll. Ein edles Gewand, das ihn ziert. Macht dich das gleich wie ich, ne? Oh, hier fallen wir runter, ja. Ja, da sieht man es nämlich jetzt. Krass, da ist hier wirklich eine. Das ist Hammer. Wie kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Nicht, vielleicht wird man da wieder von irgendwas gekrapscht oder so. Soll ich dann hier einfach mal. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwo auch Löcher sind. Oder das wäre scheiße. Naja, das wäre frech. Aber also, wie gesagt, wenn du da hochgehst wieder. Dann kommen wir. Da kommt man dann. Da war irgendwas da noch ein Eingang. Soll ich da mal hoch? Okay. Ja, du kannst die andere viel Leiter. Viel mehr Wege weiß ich gar nicht mehr. Ja, eben waren, das eben war eine Sackgasse. Ach so. Eben kam ich nicht weiter. Ach, vielleicht da hochspringen. Rüberspringen. Naja. Das eben war wirklich ein. Weg ohne Wiederkehr. Der Weg. Oh, ficken.
geht das auch nicht. Was sagt der Hinweis? Nee, aber das geht nicht. Ja, ist denn da irgendwas drauf? So, hier ist dieselbe Ecke, wo wir eben schon waren, mit der Leiter. Verwirrung macht sich breit. Ja, wir müssen einfach nur irgendeine der Möglichkeiten hoch und dann passt das schon. Oder du, da bei den Booten ging es da noch weiter, eben, wo die Boote waren? Auf die linke Seite nicht, da war der Schlund und rechts. Du musst immer gucken, dass das, immer auf den Boden gucken, dass du nicht aus in die Tiefe fällst. Ja, da sieht man schon die, ja, da sieht man den Abgrund, genau. Oh, hier kann man aber lang. Ja. Aber der Abgrund waren wir auch schon hier durch. Ist zu Ende, ne? Hier. Ja. Da war ich schon. Aber was auch hier oben? Nein. Scheiße, kommt man nämlich auch nicht hoch. Nee. Fuck. Aber ich meine, wenn du jetzt auf der anderen Seite langläufst, am Abgrund lang, gibt's da schon... Ich guck mal, aber ich habe das Gefühl, dass das ist ein Piratenschiff steckt da. Drin. Da kannst du dann nicht mit den Schiffen vorbei. Nee, da ist Sense, ne? Ja. Da ist Sense. Nee, da müssen wir einfach nach oben und dann wieder auf den Steg darauf. Hier hoch? Nein, das war doch eine... Ich weiß ja auch nicht genau, aber eine der Treppen muss so, dass wir wieder auf der oberen Ebene sind und dann kommen wir da weiter. Ach, guck mal hier, nee. Wie bist du denn eigentlich hier dann reingekommen? Bist du von hier oben runtergefallen wahrscheinlich? Nee, da war ich noch nicht drin. Aber meintest du nie... Ja gut, da habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, du kommst von hier her, wärst von hier gekommen. Kann man hier vielleicht was reinlegen? Okay, gut, das ist es nicht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen verlaufen. Einfach mal rumgucken, irgendwo ist der Aufgang, vielleicht eine Leiter, die wir gerade übersehen haben, oder irgendeine andere Treppe. Ist das eine Leiter oder zwei Bäume? Nee, zwei Bäume. Vielleicht auch ein Stück weiter hinten irgendwie. Da ist eine Leiter. Genau, ja, hier. Die führt uns aber leider. Leider. In dieses Gebiet, wo wir schon waren. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber gut, wir machen es mal. Und jetzt von da und dann da links. Ja. Und dann... Hier ist rechts zu, ja. Hier geht's runter. Ah, das ist richtig, hoch, genau. Ja. Das so, wollten wir. Und jetzt... Da hinten über die andere Leiter, da geht's weiter. Da steht auch noch ein Hanselmann. Das ist gut. Zack. Oh, noch ein Blitz. Was ein Blitzer! Blitzi noch. Ah. Und die Piratenschiffe da sind geil. Hallo, hallo. Was? Kleine Tour hier, da stehen Menschen. Achso. Die sich wundern, was wir hier machen, warum wir so rumschreien, welches Videospiel dafür verantwortlich sein kann. Es ist natürlich Bloodborne. Wo sind die Blitze? Ich hab's gar nicht gesehen in der Dunkelheit. Ah, da oben ist der. Ah, Blitzi. Falls sich jemand da zu schnell bewegt, dann wird der geblitzt. Aber kein Durchgang hier. Da hat er nicht mit gerechnet. Der Schelm. Der ist mit komischem Kopf. Tintenkopf. Das sapscht da so. Ja, wirklich, das ist wie ein Tintenfischkopf. Deswegen hat er auch so Tinte da auf dem Laken. Da, stimmt, das ist ja Fischwelt. Ja, kann wirklich das, sein. Das meinte ich da links, die dieser Eingang, ja. Ja, da geht's die ist weiter. Neu und die ist gut. Und da waren wir das letzte Mal nämlich schon. Doch, da habe ich schon reingeguckt. Und da haben wir noch gesagt, ey, das ist so wie Demon's Souls damals, diese ekelhafte Dreckswelt. Das ist wahr. Wo wir auch vor einem Monat mal gestorben sind. Ey, dass da R2 nicht ausreicht, finde ich irgendwie. Ja, und nicht aufgeladen. Oh, Blitzmann. Yep. Oh, gibt der was her? Da ist auch wieder einer, oder? Ja. Rechts, ja. Da unten sind sie alle drei. Froschfischmänner. Dann mache ich die erstmal oben. Oh, siehst du, da war noch einer. Ja, wir sind in deren Zuhause. Da haben die gar nicht mit gerechnet. Na, jetzt sind wir bei denen in der Höhle. Das räumen wir jetzt hier mal ein bisschen auf. Da ist die Bücherei. Oh, ein Kürzel. Ist Shortcut. Das so? Ist das so? Ja, das ist der Shortcut. Cool. Oder? Warte mal. Das ist doch der... Oh. Ich würde auch sagen, irgendeine Form von Shortcut ist es, aber ob wir die Ecke gerade erkennen?
Ich meine, waren wir da nicht schon mal? Von der anderen Seite? Nee, offensichtlich nicht, sonst hätten wir das Item mehr gehabt. Ja, das liegt aber auch hier an der komischen Ecke. Ja. Ja. Genau. Ja. Genau. Und da müssen wir dann einfach nur hier so runter zu dem Baum. Okay. Genau. Sehr gut. Noch ein Shortcut. Schön, schön. So, jetzt machen wir den Blitzer endlich mal weg. Ach, zwei. Ist der falsche. Zwei. Ach, nee, du hast recht, beide. Oh. Zwei Streiche. Oh. So, scheint alles nach unten irgendwie zu zeigen, ne? Wahrscheinlich die Treppe und das hier. Oh nee, das ist viel weiter. Was? Ja. Die alte Frage, wollen wir jetzt oben weiter gucken oder unten? Ja, jetzt bist du hier, ne? Ja. Oh, Maden. Oh, geil, Alter. Die kommen da rausgewapscht. Nein, das war eine Falle, ey. Ja, hau sie alle um. Oh, warte, oder, ja. Ja, okay, die kann man. Die kommen aus ihren Muscheln da raus. Das sind wie diese Rabenviecher so. Oder können sich nicht so durch. Oh Gott, ey. Was ist mit denen geschehen? Oh, und so viele. Ich meine, man weiß nicht, ob das für die ein unangenehmes Leben ist, so, weil die sind ja eigentlich perfekt ans Territorium angepasst, oder? Und die, sind leben auch, da wie die Male im Speck. Ja, die sind auch gesellig. Guck mal, wie viele Fische da rumliegen. Die sehen jetzt auch nicht stinkig aus, die Fische. Die sehen nicht verdorben aus, oder sind die mega verdorben? Vielleicht sind sie auch das Fische oder? Ich glaube, das sind keine Fische, weil die haben keine Augen. Fische haben Augen, das sind irgendwelche dicken Larvensäcke. Ach, vielleicht von denen, deren Larven. Nichts davon hat. Ja, das stimmt. Sollen das Fische sein? Nee, du hast schon recht, die haben tatsächlich keine Flossen und nix. Also mutierte Fische, tote Fische. Wenn man sich die einzelnen anguckt. Nichts Geiles. Oh, da ist noch einer drin. Komm da raus, einmal angeklopft. Guten Tag, Herr Nasenmann. Ah. Okay. Alles weg. Die Netze da und so. Nein, oh, jetzt geil. Hat er mich, das gibt... Oh, guck mal, essen. Der saugt richtig was weg. Saugi. Ja, man sollte sich nicht von ihm packen lassen. Nee. Tja, da guckst du, gibt noch, nee. Glück. Habe nicht, sonst Blut. Bin ich ja gar nicht ab, wenn mir der Weg blockiert wird. Von Menschen in Muscheln. Oh, oh. Da Mann, mit der letzten Energie. Aber das Glück, dass der zweite Grabscher genau kam, als du drin warst. Wenn der... Wo kam der denn jetzt her? Ja, ist gejumpt, das ist Michael Jordan. Ja, guck mal, der hat keine. Ist seine Muschel abgelegt. Okay. Na gut, hier ist nichts, ne? Moment, ist hier Tiefsee? Oh, das ist eine gute Frage. Nee, sieht aber so aus, als könnte man da laufen. Das wäre frech, oder? Das wäre schon gemein. Ohne es klar anzuzeigen. Oh, wir haben so viele von diesen. Ich meine, wir haben jetzt auch so viele neue Waffen. Wir können ja auch dann damit mal welche upgraden. Irgendwie. Wir haben dieses Sägeblatt, wir haben diese geile Klinge von Maria.
Ja, und auch dieses Rundschwert von Simon oder Bogenschwert. Wir haben verdammt viel. Okay. Bin bereit. Oh, oh, ah, Alter, oh, oh. Geil, die können richtig schwimmen. Boah, die sind wie Delfine. Königlich. Das war zu... Die sehen wirklich sehr edel aus. Weil die so blass sind. Ja, so Elfen, die Elfen der Unterwelt. Unterelfen. Diese Glocken immer. Ja. Kann man da kommt wieder so ein roter wahrscheinlich irgendwo. Da. Ah! Ja, natürlich. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ich hätte das jetzt voll übersehen. Aber naja, sagen wir so, der mit der Muschel war schwieriger als das hier. Ja. Er denkt auch, er wird beschworen und ist der Motherfucker und er kommt nicht mal dazu, sich richtig anzuziehen. Siehst du, die blutbefleckte Hose ist alles, was übrig bleibt. Der, ich dachte gerade, da kommt der Patronus von Harry Potter. So sah der eben aus. Noch einer. Nee, ah, oh, hier ist ein Totenkopf, Heini. Hinter dir. Ja, ja. Erstmal. Ja. Alles auf einmal. Aber den als erstes. Wir beschwören die Totenköpfe. Hä? Irgendwas was war da? Ach, das war vielleicht ein Geist. Viele Items gibt's hier. Leap of Faith. Boah. Oh. Da ist eine Leiter. Aber noch viele Items. Schau mal. Oh. Und nu? Ah ja, was? Ist da die Wand aufgegangen? Oh. Oh, man kann so auch nach oben. Das ist ja schön. Gehen wir erstmal hoch. Aber kurz gucken, was das hier ist, was da so ist. Hallo, Item. Geht's noch weiter hoch? Das ist ein Shortcut. Oh, wir sind so gut. Wofür der jetzt hin? Hoch, ja! An die Lampe. Geil, jetzt gehen wir erstmal. Jetzt nice. Werde ich zurückgehen. Und komm, ich gebe dir gleich das Pad, weil du bist auch langsamer dran. Wir haben nämlich diesmal einen langen Slot und ich habe genug gespielt. Na gut. Ist ja auch schön, mal abgeben zu können, ohne dass man gestorben ist. Ja, das ist tatsächlich immer ein ganz gutes Gefühl. Progress. Hallo, ich bin's. Welcome home. What is it? Thank you. Very well, let me. Och, das ist ja frech. 5000. Farewell. Jetzt nehmen wir mal so einen Lütten. Ach komm, nimm das alles. Schnabulier's. Wir bauen uns dann auch noch eine schöne Waffe zusammen. Ich hätte Bock auf die Säge. Ja, okay. Die soll richtig gut sein, wenn man die auf L2 gedrückt hält oder so, dann macht die so endlos Säge rein. Das ist hier Braindead. Sägi-Säg. Okay. Dann finden wir die doch mal auf. Hallo, Opi. Das wäre dann der hier. BED 1812, okay. Ja, wir werden eh mehrfach upgraden, nehme ich an. Oh. Oh. Wie dieses Wrestling-GIF. Jedes Mal wird's einer mehr. Ja. So, wir haben ihn noch nicht auf 1000 oder was? Wir haben ihn nicht auf 1 Million hochgekriegt. Warum? Weil ich nicht genug Geld hatte. Ja, okay. Dachte schon. Oh. Ich will gleich umfallen. Oh. Ja, ja, stimmt, ja. So. Mann, das ist geil. Super gut. Plus, was hat die? Plus 9? Plus 9, ja, ja. Jetzt. Plus eine neue Spaßwaffe. Und die andere können wir aber auch gar nicht. Die brauchen wir jetzt noch diese kleinen wieder. Welche waren das? War das Rakuyo? Ja, Rakuyo war das. Aber die hat das auch. Jetzt die skaliert auch. 20 Stück. Ja, ja, okay, wir haben jetzt erstmal die andere. So, okay. Aber jetzt fehlen uns die ganz billigen Blutscheinscherben nur. Ja. Haben wir jetzt schon mal eine neue jetzt? Ausprobieren. Okay. Dann. Machen wir mal hier 4400 Mark.
Ach so, nee, warte, bevor ich das mache. Gucken wir noch einmal, ob wir... Edelsteine müssen wir auch in die neue Waffe setzen. Dann können wir gleich erstmal gucken, ob wir hier noch bessere haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Oh, warte mal, 357. Oh, nee, ist deutlich... Dafür die anderen... Nee, das nimmt zu viel weg. Aber der hat 357 alle. Und das ist dann... Ja, ist zu sehr spezialisiert auf eine bestimmte Waffe vielleicht, ja. Ich meine, sowas wie Blitzangriff wäre lustig, wenn man mal überlegt, dass die Waffe dann jedes Mal den noch einen Blitzangriff hat, oder? Ja, so das da, aber das so. Ja. Ja, aber so nimmt das, glaube ich, verliert das nicht viel. Besser. So, aber ist gut, dann können die. Ja, das würde cool sehen. Aussehen. Geht ja auch manchmal ein bisschen besser aussehen. Oh, 203, 184 ist besser, oder? Ja. Okay. Frage aus dem Chat, wann kommt Sekiro raus? 22. März. Also nicht mehr lange. Wir kriegen vorher noch mal eine Demo, die werden wir spielen können. Ah, das. Die musst du machen. Ja, der zwei. Nee, der eben. Da war einer, der hatte alles blau. Nee, ich glaube, ich war schon in einer anderen Leiste. Ja, ich war schon da. Ja, der. Ja, das ist die andere Leiste. Ach, Entschuldigung. Okay. Hier erstmal hier. Oh ja, jemand sagt, aus der Axt holen. Das stimmt, das ist gar nicht dumm. Ne? Man könnte aus der Axt noch mal was rausnehmen. Wir haben die jetzt eigentlich nicht mehr benutzt. Ich meine, die Axt war cool, aber sie ist halt einfach nur eine Standardwaffe. Ich weiß gar nicht, ob die besser sind, ehrlich gesagt. Ja, aber... Ja, wir noch mal gucken, aber ich glaube, die waren nicht besser. Nee, aber nicht. Okay, Oh ja. Weil wir schon echt gut sind. Alle Resistenzen. Maximale Ausdauer finde ich auch irgendwie geil. Ja. Violen. Ja, für einen Bosskampf ist das, glaube ich, nicht so schlecht. So in, ich finde auch. In dem normalen Gebiet jetzt. Erhöhung Gegenstandentdeckung nach Tod halt weiter. Nach Tod halt weiter plus 1. Ja. Eingeweideangriff auch nicht schlecht, wenn man einen Boss hat, bei dem man Eingeweideangriff macht. Also, ja, beides ist geil, irgendwie, ne? Das, ja, keine Ahnung. Man kann sich komplett auf Eingeweideangriff spezialisieren mit drei Runen hier. Drei Eingeweide-Runen. Aber dann lassen wir es jetzt mal so, wie es ist, oder? So. Alle Resistenzen haben wir. Ja. Das sind alles geile Sachen, man will alle haben irgendwie, ne? Okay, wo kommen wir? Achso, jetzt muss ich noch kaufen. Und dann müssen wir hier, oder? Ja, oh, ja, genau. Ah, Leuchtturmhütte, ist das? Oder Fischerdorf? Ich denke Leuchtturmhütte, weil wir so weit unten schon waren. Schauen wir gleich mal. Jetzt kommt noch mal irgendein Schniesel, vielleicht haben wir Geld für so ein Papier? Ne, natürlich nicht. Dann komm. Mal los. Hast du doch ganz geil. Ja. Naja, wir hatten ein paar Mal Momente, wo wir sie gebrauchen. Ja. Gebrauchen hätten können echt noch mehr. Ja gut, warum auch nicht? Nee, einfach nur dieses Geld loswerden. Damit es weg ist. Das stimmt. Jetzt. Okay, so. Jetzt können wir mal loslegen. Scheiß Zahnarzt, ey. Okay. Eine gute Waffe. Dann, I don't know, einer von den beiden war's. Unser Pizzaschneider. So, dann gucken wir mal, wa? Hey, das fühlt sich alles ein bisschen wie Endgame an, weil wir machen schon hier einfach irgendwelche Waffen, nur noch, weil wir Bock haben. Scheißen auf Blut, Edelsteine, Blut-Dings. Und kriegen einen Shortcut nach dem nächsten. Also hier ging's runter.
Danach gibt es ja nochmal die Leiter. Hier ging es auch noch hoch, ja. Das ist wohl auch der Leuchtturm. Dadurch, ja. Da ging es jetzt nochmal hoch? Na, da war links noch eine Treppe hoch. Echt? Eben gerade, ja. Zum Leuchtturm nach oben. Aber ich dachte mir, vielleicht waren wir da schon, aber andererseits kann ich mich nicht dran erinnern. Ah. Nee, es war ja auch ein Shortcut-Raum. Hier. Ah, die habe ich nicht gesehen in der Dunkelheit. Ja? Krass, genau. Gut, aufgepasst. Oh, no. Och, fuck. Bin ich da leicht? Ja, nee, dann vergiss das. Ah, ist auch knapp. Nee, schade. Ja. Jetzt soll mal ein bisschen aufpassen können, du. Also nur wieder. Okay, pass auf, dann muss ich den wahrscheinlich. Ah ne, ich komme auch so runter. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier auch noch Sachen sind. Ohohoho! Schwede, ey. Das ist doch Endgegner-Time. Das spür ich doch. Ne, hier ist ein Item. Nur ein Item! Verfluchte Verwandten Dunstblut-Edelstein. Dunstblut-Edelstein, okay. Gut. Sicher, dass da nicht noch hinten. Was war da irgendwie? Rechts da? Hä? Ist nur ein. Ja, okay, schon. Manchmal ist ja irgendwo ein kleiner Gang noch. Ja. Okay, gut, dann können wir es abhaken. Und hoch. Okay. Gut, da ist noch ein Item. Da ist noch ein Item. Ah, was ist da? Oh, die beten hier wieder oder was? Ah, jetzt kommst du zu dem Riesen, Lurch-Vieh. Ja, die beten den an. Da gehe ich gleich hin. Ja. Oh, und geil, da haben wir auch schön Shortcut. Schön Endgegner. Aber ich glaube, den würde ich dann mit der Waffe machen, die ich noch kenne. Ist schön. Gut, wenn du ein Feigling bist. Ja. Nein, ne, mach mal. Ist schon besser. Oh, noch so ein Gehirnsauger. Jetzt mach mal, genau. Oh, Ratsch. Energie. Seh nix. Brauchst. Seh nix. Du kannst noch mal. Ich hätte vergessen, dass der einen packen kann. Ich auch. Bin ein bisschen tot. Du darfst. Na gut, vielen Dank. Die machen das gleiche wie dieses Licht damals. Mit diesen Zacken in einen rein, die einen so wahnsinnig machen. Hast du noch? Ja. Ja. Es gibt einfach, finde ich, eine Klasse an Gegnern, die besonders nerven. Das sind die Grabschgegner, die irgendwas Schlimmes machen, sobald sie einen haben, wie der einem auch Wissen aussaugt oder Erfahrung oder was das war. Ach. Naja. Geronimo! Cooler Move. Hat mich nur ein bisschen gekostet. Keine Sekunde. Gespart. Kann den mal wieder hochschicken. Dann sparen wir uns das. Ah, geht nicht. Sich wieder so drauf rollen. Oder ich guck mir jetzt mal. Ach komm, ich geh jetzt mal zu dem Mahnenmann. Was soll das jetzt? Ja? Ja, ich geh direkt zum Mahnenmann einmal jetzt. Komm, hat's Bock. Ja, gut. Also, wir gehen davon aus, dass es da. Aber es sieht auch wirklich so aus. Guck mal, wie schön. Du musst aber nur der Richtung folgen. Wo die hinbeten. Ah, oh, geil. Okay, es ist klar. Es sind einfach so viele. Kannst du die nicht alle metzeln? Das wären ganz schön viele Seelen. Egal. Das ist spät. Ist übrigens hier Mazedonien. Ja, da ist er. Der da, ne? Oh! Ist das jetzt ein Endboss? Alter, ist das widerwärtig. Boah. Wie er sich da aus diesem Doddersack rausschält. Und flutscht ihm. Ihh, was hat denn der für ein Schwert? Der voller Herpes. Ist auch noch so an ihn angewachsen. Der heult? Kann man ihn nicht einfach trösten?
So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kommst du zu mir oder komm ich zu dir? Ja, ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass du existierst. Doch, jetzt weiß er's. Death Stranding. Du machst das gut. Nee. Shit. Ah, Mist. Falsch ausgewichen. Ich fand, das war gut. Schon ein guter Anfang. Ja, ich bin falsch ausgewichen. Das war der Fehler. Aber egal, der sieht cool aus. Ah, ich freue mich auf den. Aber wir machen mal hier den Chat aus. Jetzt kommt's langsam ins Spoiler-Territorium. Ja, wir wollen nicht irgendwas hier Boss-Mechanisches von euch lernen. Wir wollen es alleine schaffen. Ich habe den Fahrstuhl zum Glück hochgerollt. Solltest du, glaube ich, auch machen. Ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht noch ein, zwei Mal hier an diese Stelle. Also, wenn du ihn, vielleicht willst du ihn ja gar nicht machen, kannst du ja auch theoretisch noch machen. Nö, jetzt. Aber das war schon. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber. Ja, jetzt. Ob wir noch jetzt eine Stunde auch spielen können? Oder ob das. Bis 15 Uhr. Bis 15 Uhr, also haben wir noch eine Stunde, ne? Ja. Okay. Ja, aber dann, vielleicht schaffen wir den ja in der Stunde. Sollte möglich sein. Schön. Ich bin abgerutscht vom Daumenpad. Ja, okay, jetzt ging aber echt schnell. Der hört ja gar nicht mehr auf. Bin voll abgerutscht. Und dann kam ich nicht mehr hin. Okay, dann hauen wir die Sau jetzt mal zu. Ah, ist ärgerlich. Ich hätte gerne auch mal ein bisschen gekämpft. Du bist ja gleich wieder dran. Tröste dich mit diesem Gedanken. Nutze die Zeit, die ich jetzt habe, um zu gucken, was du machen musst. No. Nutze die Zeit auch kurz für eine SMS. Aber dann bin ich wieder hier. So. Hä? Ah, hier. Einmal hinunter zu diesem komischen Wesen, das aus einem Wettersack geschlüpft kam. So. Da hinten ist er. Einmal falsch abgebogen. So. Hallo, ich bin wieder da. Vielleicht sollten wir uns die besten Bluttabletten aufbewahren, bis wir ihn so ein bisschen näher verstanden haben. Wobei wir auch viel wahnsinnigen Kram noch haben, Weisheit und so. Also wir können easy auch noch kaufen. Komm mal her jetzt, mein Freund. Ich bin wieder da. Ich hab dich lieb. ADGDL. Achtung. Oh, ich hatte schon genau ein Move zu viel. Ja, ich wollte nach hinten, hatte aber nach vorne schon getriggert. Okay. Ihn gar nicht treffen lassen. Oder? Also das ist eine gute Strategie. Ja, aber also, ja. Wenn man ganz vorsichtig spielt, so dass man immer ausweicht, ja, kommt man, glaube ich, für die erste Phase ganz gut durch. Ich würde eher fast für. Hat der mehr Phasen? Weißt du das? Also war das, nee, meinst du, oder meintest du das anders als mit Phasen? Ich denke, dass der Phasen hat. Haben wir bei Marie auch gedacht, ne? Ja, stimmt. Und dann auf einmal war sie dope. Ja, nur er hat sowas Mutierendes schon an sich. Ja, das stimmt. Aber er sieht aber auch schon. Vielleicht wird das Schwert noch dreimal so groß oder er wird irgendwie. Kriegt einen Buckel. Mal wieder hoch, bitte, ja. Ja. Oh, aber ja, okay, ich hab Bock irgendwie. Ich hab Bock, mich mit dem zu messen und besser zu werden und den irgendwann zu kriegen. Kurz nochmal schauen, ob wir nicht irgendwas auch hier sowas. Na, vielleicht schauen wir erstmal weiter. Ja, guck doch mal, was. Aber die Schutzmannhandschuhe waren schon jetzt ganz gut. Was haben wir noch? Alles so ein bisschen. Der hat ja wahrscheinlich eher physisch, ne? Ja. Und ist das stumpf? Ja, wahrscheinlich, oder? Eher physisch stumpf, schätze ich mal. Schwierig, das alles so. Ne, ist auch schon okay. Obwohl. Ist das unser alter Jäger? Das hier, ne? Ginge. T-50-40. Ist ja stumpf. Ja, das sieht stumpf aus, oder? Also, es ist zwar irgendwie. Hat zwar eine Klinge, aber der. Weiß ich nicht. Sieht irgendwie. Können wir hiervon irgendwas vielleicht gebrauchen? Soll ich mal Feuerpuppe hier ausprobieren, nur dass wir mal so.
Klar, mach doch. Ja, das ist. Vielleicht wirkt das ja. Müssen wir jetzt. Das ist von Not. Haben wir ja. Wenn es gut ist, kann man ja davon mal was kaufen. Ja. Mal ein Versuch ist wert. Ich achte mal auf die Zahlen. Ich werde jetzt die Klinge klein lassen, weil ich glaube, das ist besser zum Ausweichen. Scheiße. Na toll. Na toll. Toll. Da kommt man ja gar nicht hin. Okay, jetzt. Also bin mir nicht sicher, ob das Feuerpapier was bringt. Ich würde sagen, es ist noch weitere. Vielleicht macht es ihn wütend. Es ist weitere Nachforschung. Vonnöten. Es ist lustig, das Hinlaufen. Ey, ganz ehrlich, zum Glück ist der Rücksetzpunkt einigermaßen human. Der ist cool. Der ist also da hatten wir schon schlimmere, oder? Ich finde auch, der ist okay. Selbst weißt du noch, der letzte Boss bei Dark Souls? Auf, Mann. Wo wir dann komplett, ja, ich weiß der genau. Weg, was, oh Gott. Oh, Alter, war das ein weiter Weg. War das ein Scheiß, ey. Das und war auch ja bei nicht Demon's mal ein guter Souls, Endkampf. Der war einfach nur scheiße. Der Demon's Souls, möchte ich nie wieder haben. Weg war auch richtig öde. Boah, war das nervig mit dem Drachen noch und so. Ich überlege, ob ich mal auf ihn schießen soll. Könnte mal ausprobieren, ob ich ihn parryen kann. Ja. Ich denke, das. Also, du kannst alle. Wissen wir ja, alle parryen. Weiß ich nicht, ist es so? Naja, also zumindest hat das immer wieder mal der Chat in vergangenen Folgen gesagt. Probier das einfach mal. Ich glaube, das Timing ist wie immer die größte Hürde. Ich versuche ihn mal zu parryen. Okay, Achtung. Ja, Homie. Kommt direkt der erste Angriff. Nee, den konnte ich nicht parryen. Na, jetzt ist er wütend. Ja! Okay, geht aber. Okay. Ja, Mann. Oh, das bringt leider überhaupt. Na doch, der zweite Stich. Und man hat mal eine Sekunde Pause. Ja! So, jetzt ist er durch, wir haben ihn. Also, das wird der Moment sein, wo sich alles ändert. Shit. Oh, das hat er lange. Oh, das war ein sehr harter Schlag. Ja, okay, ja, das ist ein Fernangriff. Nils, ich bin sehr beeindruckt. Mach weiter so. Das ist aber echt unfair. Dass der dich haut, wenn du am Boden liegst, das ist doch scheiße. Ja, da kam ich. Das war so eine Animation, wo ich nicht mehr wegkam. Aber immerhin, zur Hälfte haben wir ihn jetzt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das sah schon gut aus. Das funktioniert richtig gut mit ihm. Weißt du, was mein Fehler war? Ich komme ja immer mit Fehleranalysen, nachdem ich sterbe. Entweder ich bin mega dumm oder ich habe einen Fehler gemacht, der mega dumm war. Aber in dem Fall, ich habe es mir schon gedacht, er war an der Wand, ne? Und ich bin in den Nahkampf gegangen. Ich habe in dem Moment schon gedacht, okay, ich glaube, das ist gerade ein Fehler, was ich mache, weil ich nicht mehr um ihn rum kann. Mhm. Weil er den Rücken, im Rücken oder die Wand hat. Und dann, wenn ich dann wegrolle, glitsche ich wieder vor seine Füße. Und ich hatte aber auch, ich wollte auch ungern so weit weggehen, dass er Fernkampfattacken zünden kann, die ich nicht kenne oder so. Aber das war der Fehler. Und ich, das war wieder so ein Ding. Ich sehe, dass ich einen Fehler mache. Naja, mache ihn trotzdem. Ist das auch schon zu spät. Ne? Aber das ist wie mit Werbung irgendwie. Du sagst, da kommt Werbung und denkst du, ah, vielleicht wollen wir das ja noch gar nicht und dann ist sie schon einfach angefangen. Ja. So ist das mal. Ich mal. Herzlichst willkommen zurück. Klar durchgenommen, Bloodborne. Simon ist dran, sich dem Boss zu stellen und wir haben. Genau.
gerade mal die Runen geändert, weil jetzt im Kampf, den ich davor hatte, hat sich ja das Parryen als ganz gutes Mittel herausgestellt. Und deswegen haben wir jetzt den Parry-Angriff mit Runen verstärkt, dass man 20% mehr Schaden macht. Und wir haben die Rune, dass wir 24, also dass wir vier und extra haben, geändert in, dass wir mehr Quecksilberkugeln haben, tragen können. Und probieren das jetzt einfach mal aus. So. Okay, außerdem haben wir ein bisschen Kram auch gekauft, den wir mal ausprobieren wollen. Feuerpapier, Blitzpapier, Bluttabletten. Für ein Upgrade hat es nicht gereicht, aber das ist völlig in Ordnung. Und hast du gerade erklärt, ne, was wir ausgewechselt haben. Die. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Warte mal. Ja? Geh mal noch mal bitte zum Schrank und hol dir die anderen, zu dem anderen Schrank, wo unsere Quecksilberkugeln gelagert sind. Weil die haben die noch nicht aufgefüllt bekommen. Sicher? Mhm. Nee, was? Nicht lagern, sondern einmal wechseln oben, genau. So selten. Ja, und jetzt vier, ja. Komisch. Ja, das, Weil wir dieses Perk haben, dass wir jetzt mehr tragen können. Genau, 24. Ja. Da, es war so ein bisschen die Wahl. Mann, aber eigentlich hätte ich beides gerne bei 24, ne? Aber wir brauchen diesen Eingeweideangriff-Kram. Na gut, wir machen es mal so. Wir schauen mal. Jetzt. Aber 20 ist schon ein Rückschritt. Ja, aber wir müssen erstmal auch an den Punkt kommen, dass wir überhaupt 20 mal, also so lange leben, dass wir uns 20 mal heilen. Also lieber vier Schüsse, die jeweils für 1700 Schaden stehen, die echt reinhauen. Und die Frage, wir wollen ja auf einen, also wir wollen ja ein System auch finden, wo wir möglichst nicht ständig Schaden nehmen. So ungefähr, ne? Also. Dann nimmt man echt, wenn man sich 24 mal heilen muss, nimmt man echt verdammt viel Schaden. Und der ist halt auch einer dieser Bosse. Das ist nicht so leicht, sich bei dem zu heilen. So. Und wir haben auch eine Rune ausgerüstet, dass man mehr GP zurückbekommt für den Eingeweideangriff. Also vielleicht hilft das auch nochmal. Ich schicke ihn dir gleich hoch. Vorher nochmal alles aktivieren. Was könnte man hier brauchen? Oh, 8 haben wir so gut. Krass. Wir noch irgendwas. Aber ist doch schon super. Ja. Okay. Mann, das ist so viel. Ich wahrscheinlich probiere ich, schnabuliere ich das alles gleich und krieg sofort auf die Fresse. Ist genug? Leicht, nee. Ja, ach, probier halt aus. Ja, eigentlich will ich es genauso gerne machen wie du. Ja, mach doch. Auch so mit dem Kontern. So, habe ich die Waffe? Ja. L2 aber schießen, L1. L1 jetzt schießen. L2. Schatz, du siehst dann gleich. Was verkackt. Oh, es ist so geil gemacht, wie die Typen da Richtung Höhle beten, aber sie dürfen nicht zu ihm hin. Ah. Oh. Ach, fuck! Ja, er hat mich in die Ecke. Mann, ich kam nicht weg. Ich hab den scheiß falschen Button gedrückt. Ich hab L1 gedrückt und wollte. Ja. Und schießen. Moment, aber L1? L1 ist doch dafür. L2 ist schießen, ne? Hab ich aber gesagt, dass L2 schießen. Nee, ich. Aus irgendeinem Grund war ich wieder. Ja, es ist manchmal. Und so frustrierend, wie ich es nicht mal schaffe, überhaupt den Kampf. Aber Hauptsache Blitzpapier benutzt. Ja, ah, nee, ich bin nicht reif für das Blitzpapier, Nils. Ich darf es noch nicht benutzen. Ich habe das Blitzpapier entweiht, entehrt. Ich bin kein Ehrenmann. Ach, klar, ey, es ist halt einfach so. Mach mich fertig. Das weiß man ja auch vorher nicht. Wenn du jetzt direkt voll gut reinkommst, dann. Oh, Regie könnte vielleicht den Timer neu resetten, das wäre cool. Glaub, ich habe jetzt so 170 Tote oder so. Feuer, probier ich mal. Aber das heißt, wir könnten es unter 200 Toten schaffen. Also, nicht nur ihn, sondern das ganze Spiel, wenn wir jetzt sehr gut sind. So, Nils packt es mit Bestienblut und Feuer. Sieht das schon mal gut aus. Mach ihm selbiges unter dem Arsch. Ja, okay, das war schon mal dumm. Jawohl. Mal gucken, was das bringt jetzt. 300 mehr als sonst. Ja, da habe ich riskiert.
Ich hatte zwei Optionen. Entweder rollen oder versuchen zu parryen. Ich habe mich fürs Parryen entschieden und das war... Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn der dich einmal hat, der lässt dich nie wieder los. Ja. Ich raff immer noch nicht, wie ich bei ihm, in welche Richtung ich wegrolle und überhaupt, ob ich zu ihm rolle. Panisch ist nach hinten, aber es ist ja aber, eigentlich nee, falsch. Nee, nach hinten ist falsch. Aber du hast es ja eben zum Beispiel, hast du es ja beim ersten Mal direkt richtig gemacht. Ich benutze jetzt keine Tabletten und so. Ich kämpfe jetzt erstmal normal. Ja, ich habe jetzt auch, ja, auch nicht viel gemacht. Was meinst du mit richtig gemacht? Also, was habe ich eben beim gemacht? Ersten, als ehrlich, also jetzt beim, da, ja, bei deinem letzten Bossfight, da bist du ja direkt an dem, beim ersten Angriff von ihm hast du ja perfekt gerollt. Nach vorne meinst du? Ja, ja, der Roller. Ja. Ja, der erste ist nicht so schwer und dann kannst du auch nachsetzen, aber wie gesagt, dann kommen diese wirren Schläge, die auch mega, mega lang sind. Ja. Mega die Reichweite, dann sind ja, die ja auch noch so schräg, also du kannst irgendwie das schwer ist, ja, da wegkommen. Das ist das Ding, ja. Man muss dann halt aus dem Schwung wegrollen. Siehst du, warum konnte ich denn jetzt nicht? Roll. Alter. Ich meine. Weil der erst, also der jetzt gerade, der kam so. Aber er springt doch eigentlich über mich rüber, oder? Ja, eben. Beim ersten Mal ist er über dich rübergesprungen, da bist du unter ihn durchgerollt und jetzt eben. Vielleicht triggert man ihn, wenn, also entsprechende, wenn du auf ihn zurennst oder läufst, vielleicht triggert das unterschiedliche Reaktionen. Muss man mal gucken. Aber besser ist dieses Springen, um ehrlich zu sein. Bei dem eben hätte ich wahrscheinlich zur Seite rennen wollen müssen. Ja, aber so oder so, ach, der macht Mann, Spaß, der Typ. Nein, Spaß macht er nicht. Der, doch, irgendwie, ich finde schon, weil der so, der ist so, der hat Style und der hat eine geile Waffe und jetzt gucken wir mal. Also wahrscheinlich sage ich jetzt in 10 Versuchen auch, ich habe die Schnauze voll, aber jetzt gerade noch, finde ich. Ich habe nicht die Schnauze voll, aber Spaß macht er mir bisher nicht. Ich probiere erstmal ein bisschen rum, bevor ich hier, glaube ich, wieder Tabletten verbrauche. Ja, glaube ich, für uns beide ganz gut. Das ist der Königsweg. Guck mal, genauso viel abgezogen wie mit Bluttabletten und so. Okay, Alter, was soll das denn für ein Move, du Hure? Komm her, dann komm zu mir. Alter, was ist das denn für ein neuer Move? Das ist ja krass. Okay, das ist natürlich jetzt schäbig. Aber es ist immer um dich herum. Also da, wo du standest. Ah. Mhm. Wenn er rennt, kannst du, glaube ich, nicht schießen. Oh, was? Ich war sicher, ich habe ihn. Ja. Ja, okay. Oh, alter Schwede. Wieder so. Ja, du, ich habe auch das Gefühl, dass das Kampfsystem so ein bisschen dir nicht. Es dir nicht einfacher macht, weil du bist jetzt gerade gerutscht, er ist auch gerutscht und plötzlich standst du aber ganz woanders, als du eigentlich hin wolltest. Ich habe gesehen, du wolltest woanders hin. Ja, genau, ja. Aber dadurch, dass er gerutscht ist, ja. So. Ja, okay. Naja. Elendige Nachgeburt. Plazenta Paul. Schon kann ich nicht mehr ernst nehmen. Plazenta Paul, ja, was willst du denn schon wieder? Machst dir den Rage. Ich hab mal so eine. Guck mal dein Schwert an. Ich hatte mir mal so eine Geschichte ausgedacht, die natürlich völlig bescheuert ist und kindisch, wie es halt so ist. Dass so ein Kind wird geboren und die Plazenta wird halt, also ist als sein kleiner Bruder großgezogen, aber der ist halt mega kack, er kann halt nichts. Er ist halt nur die Plazenta, aber er ist trotzdem wieder halt der kleine dumme Bruder. Plazenta Paul. Und die erleben halt Abenteuer. Natürlich. Und der eine kann halt überhaupt nichts und. Das ist halt, naja, egal. So, ist ich kann doch, folgen. War ich die kann Worte folgen. Nicht wert. Aber, er ist halt irgendwie auch so ein bisschen so. Ey! Das war nur ein 1er Schuss! Finde ich auch. Ja, sehr gut unter ihm durch. Ja, ja, jetzt bist du drin. Sehr, sehr gut. Ja, Mann! Jetzt bist du drin. Ja,
Aber die Waffe ist ja einfach mega krass. Ja. Geil, okay. Hey! Schade. Shit, Alter, drei Viertel abgezogen. Ja. Jetzt weg da, weg da. Ja, 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 sehr geil, sehr geil. Heil, heil. Sehr, sehr gut. Halt dich. Ja. Okay, sehr gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Natürlich. Ja. Ist auch heil. Sehr gut. Ja. Ja, ja, nein. Ja, aber immerhin. Immerhin. Aber jetzt bin ich raus. Nein, nein, du bist nicht raus. Perfekt, alles gut, du bist noch mittendrin. Oh, jetzt macht er wieder irgendwas Neues. Super, super, super gut. Ja. Sehr, sehr schön. Oh, nächste Phase. Ja, okay, nächste Phase. Hat er jetzt Flügel bekommen? Flügel. Und nun? Ah! Wolf, direkt vor dich, ja. Und trotzdem habe ich nicht erwischt. Das ist doch echt eine Hinterhältigkeit. Nein. Nein. Ah, ja, ja. Ist schwer. Man kommt halt null an ihm ran, weil man auch nicht sieht, wo seine Hitbox überhaupt ist. Bei Würfel. Ja. Ja! Ah, schade. Eigentlich. Ah! Ja. Ja, gut. Aber war ein guter Versuch. Ey, das war ein sehr guter Versuch. Schade. Es war ein sehr guter Versuch. Ich habe gesehen, dass leider am Ende die Fiolen ein bisschen knapp wurden. Da müssen wir drüber nachdenken, ob wir vielleicht doch noch mal die noch holen. Aber das war sehr schön. Ja, das Schießen kann man leider nicht so häufig einsetzen wie Energie. Danke für die Fs, das war sehr schön. Aber ja, es hat halt nicht gereicht. Ne? Na gut. Ja, aber ey, nö, aber ist ich jetzt Fortschritt. Ein bisschen besser. Progress. Jetzt habe ich zumindest mal durchgehalten. Progress. War sehr gut. Oh, du hast nur 7, 17. Hä? Irgendwas ist da. Haben wir keine Fiolen? Haben wir? Ich habe eben noch mal welche gekauft. Das kann eigentlich nicht sein. Alter, ich hab. Naja, gut. Also. Haben wir echt so viele Fiolen verbraucht? Wir haben schon lange keinen Run mehr gemacht, ja, stimmt. Aber wir haben auch viele schon eingesammelt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Oh, das ist natürlich jetzt mega kacke. Hast du alle. Geh nochmal zurück, noch mal zurück und gucke. Ja, sein? Aber zur Not haben wir so viel Kram auch. Also. Ah, ja, nee, mach nochmal, geh nochmal zurück. Mach das einmal richtig. Ich nur einen Versuch und dann. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ah, Mist. Wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt haben wir ihn hochgeschickt. Ah. Aber das ist echt, das ist natürlich mega lame. Ich hab gedacht, wir haben echt noch mehr. Aber gut, wir haben teilweise auch sehr dekadent die Dinger geschluckt, muss ich sagen. Aber ja, nur wir haben so viele Blutfiolen auch wieder eingesammelt, gerade jetzt im letzten Level. Also mich würde es echt wundern. Wir hatten 150, wir haben noch nicht 150 Fiolen verbraucht. Aber gut, das Auto-Fiolensystem lügt nicht. Krass, ey. Das hätte ich jetzt da hätte ich gedacht. Eben, aber ich habe doch sogar eben noch mal welche gekauft.
Ja, das ist natürlich jetzt ein größeres Problem, weil also jetzt, wenn ich mir jetzt auf 20 mich aufstocke, dann aber mach's einmal und danach, ja, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt echt was überlegen. Vielleicht müssen wir auch noch mal eine Loot-Runde einwerfen oder so. Aber mehr als eine wird's auch nicht. Erstmal da oben. Das ist ja echt strange. Nee. Wirklich keine mehr. Oh Gott, oh Gott. Und auch nur 100. Aber wir haben ganz viele Blutscheinscherben und so. Also wir können, wir werden wahrscheinlich jetzt eh keine Waffe mehr aufdödeln. Also können wir die auch alle verkaufen. Oder zumindest Großteil. Komm jetzt, für die 42 Minuten, die wir noch haben, keiner will jetzt sehen, wie wir Schweine-Runs machen. Was verticken wir denn jetzt? Die wichtigen Sachen hier, die Blutscheinscherben und so, ne? Oder sowas von mir aus. Ey, du könntest die Quecksilberkugeln auch stärken vorher nochmal. Jetzt beim nächsten Mal. Knochenmarktasche. Dass der Schuss einfach noch ein bisschen mehr bringt. Okay, das ist. Ja, ey. Das kannst du rauswerfen. Ich weiß auch nicht, was das alles ist. Bestimmt. Ich würde. Genau, hier gucken wir, was du hier Sachen hast. Ritualblut 10.000. Aber das ist vielleicht nachher wichtig noch, oder? Ja, ich weiß, alles ist immer irgendwie wichtig. Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt brauchen wir Geld. Was kostet denn überhaupt so ein 720? 4? Ah, das reicht. Und da müssen wir uns gleich was einfallen lassen. Es gibt ja diese eine Stelle, wo diese Hexe uns immer verfolgt hat, da vor dem einen Endboss. Wo diese Leiche, dieser Typ vor dem Tor kniet, da gibt es 5 Fiolen. Das ist direkt an der Lampe. Das heißt, man könnte kurz Fiolen. Und dann so ein Dings benutzen und dann wieder hinlaufen und so. Ja, ist wahrscheinlich einfacher als ein Schweinemann. Wobei ein Schweinemann bringt 30.000. Wie viel kostet das jetzt? 700? Oder 720. Ja, okay. Ist doch schon. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich ähnlich. Wäre ich für. Also, ist ja alternativlos. Wir müssen ja jetzt. Naja, doch. Die Alternative ist, dass du ihn jetzt fistest. Und ich glaube, dass zumindest die Chancen nicht schlecht stehen. Die eine Überraschung, die er hat, nämlich die zweite Stufe, die haben wir jetzt immerhin schon mal gesehen. Ich hätte so Bock, dass du jetzt gewinnst, weil ich so keinen Bock habe, gegen den nochmal anzutreten, wenn ich ehrlich bin. Hey, das mag den nicht. Ist aber sehr schön gemacht. Ob er schwächer ist, wenn man die Beten denn alle killt? Berechtigte Frage, weiß ich nicht. Was? Ich hatte ihn doch. Schleudert er denn schon? Es ist so frech. Alter, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Alter. Nein, alles gut. Ich hab gedacht, hab ich ihn gekriegt. Hätte gehen müssen, ja. Und jetzt kommt der wieder. Ich dachte, ich hab ihn. Das kann es nur Millisekunden sein.
Ich glaube, du kannst ihn nicht stunnen, wenn er so in der Luft, aus der Luft an dich. Aber das ist halt, es ging eigentlich bei allen Endgegnern. Also das ist ein Bewegungspattern, ja. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Das war auch damals der Endboss bei Dark Souls, der hat genau das Gleiche gemacht. Der ist hochgesprungen und ich habe ihn jedes Mal, wenn er in der Luft war, pam, und dann ist er voll die Füße gekniet, okay. Und zack. Das war genau wie beim Endboss von Dark Souls. Ja gut, dann machen wir weiter und dann aber irgendwann findest du das richtige Timing. Ich glaube auch, das muss gehen. Weil er ist ja grundsätzlich staggerbar. Jetzt werde ich noch mal ein paar Blutsteinscherben verkaufen. Ich bin da ja ein bisschen kompromissloser als du. Ja. Und aber ich meine, wir müssen es eh, also wir müssen eh farmen. Also wenn jetzt noch ein Run machst. Ja, aber machst, lass uns jetzt noch mal 36 Minuten Spaß haben und dann kann man danach beim nächsten Mal immer noch farmen. So, seid nicht sauer. Verkauft das. Ihm ist alles egal. Simon Kretschmer, er verkauft. Er guckt gar nicht. Nach unten wird gedrückt. Hör mal auf, mein bitte. Gott, er hört nichts. Was denn jetzt? Du weißt doch gar nicht, was du alles verkauft hast gerade. Ja, lass die Leute doch jetzt. Weil wir können diese ganzen Rituale, die wir vielleicht noch hätten machen können, um uns das mal anzugucken. Okay, aber 66 ist schon viel. Trotzdem. Gerne bin ich jetzt derjenige, der den Hass auf sich nimmt für all das, was ich gerade verkauft habe. Mach's aber. Damit wir jetzt hier noch 35 Minuten Spaß haben und nicht wieder die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen machen. Die Leute wollen jetzt sehen, wie wir ihn legen. Und ich sorge dafür. Nun gut. Ich spüre, ich höre es. Hörst du es auch, wie tausende Seelen auf? Ja, ich höre sie, wie sie schreien. Ich höre es wirklich. Ich kann, wirklich, ich schwöre, ich höre es. Ich kann es wirklich hören. Ich höre es auch. Es ist aber ist kein Spruch. Meine Seele schreit ja auch. Also es ist also direkt neben dir auch. Es ist auch schlimm, dass laut ich das auch ein bisschen gut finde. Ja. Komm, dadurch darfst du noch mal. Nein, Quatsch, ne? Nein. Okay. Gottes Willen. Hätte ich dir gerne gegeben. Ja, aber das ist so ja, hat es das doch verfasst. Einer hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das stimmt. Aber ich denke mir halt nur, gerade ja, diese Ritualdinger, die wir nie benutzt haben. Ja, eben, aber das hätten wir vielleicht weil egal. Weil wir uns dann nie dafür interessiert haben. Ja. Da sind ja vielleicht noch irgendwelche Bosse oder so. Geile Scheiß-Bosse. Ey, Feuerpapier hat übrigens was gebracht. Ja? Ich bilde mir ein, vielleicht waren es aber auch die Bluttabletten, aber ich bilde mir ein, dass das Feuer ihm richtig geschadet hat. Eingeheizt hat. Achte du mal mit drauf. Ist echt ganz schön geil. Die Waffe, ne? Die hätten wir gerne danach. Oh, dieser, dass der überhaupt trifft, ist so eine Demütigung. Wie er den so beiläufig einfach so nach einem schmeißt. Ey, bei dem Ansturm muss man sehr spät erst weg. Mhm. Man muss nur seine Pattern lernen, Mann. Da hat mich das Ding beim Runterfallen noch mal erwischt. Bei der Rückbewegung. Jetzt will er wieder Schabernack. Klumpen. Der hat mich trotzdem erwischt. Ja, der ist einfach sehr schnell, auch echt, dieser Drecksklumpen. Man denkt, man kann reagieren und dann... Sehr schön. Da kann man mit der Kamera gar nicht hinterher. Da ist wirklich die Kamera mein Vorsicht, Feind Vorsicht. In dem Moment. Ach, ja, Scheiße. Naja. Ah. Ja, das, dieses, wo er ihn so schiebt, ne? Das ist richtig scheiße, ja. Du willst sogar weg. Ich glaube, das liegt auch, weil du ihn anvisiert hast. Ja, also dadurch verquert sich irgendwie das ganze Kram. Naja, egal. Das Wichtige ist, wir haben genug Fiolen. Ich muss kurz gucken. Wie, das Spiel ist aber wirklich ein bisschen schuld, oder? Müsst ihr schon zugeben. Das war jetzt wirklich eine Aktion. Diese eine Aktion von ihm, die ist nicht so geil, weil die jedes Mal die eigene Kamera killt. Aber, Mann. So. Aber wir sagen mal wieder eben tschüss, Chaddy. Ja, wir wollen das alleine rausfinden, das machen wir auch. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jetzt Tipps für uns hätten. Weiß ich nicht, aber ich will nicht unseren Fortschritt hoch, wie dumm bin ich denn? Gefährden. Nee, nicht schmälern. Gefährden tun wir ihn ja nicht. Wir schmälern ihn nur, weil wir. Wie dumm bin ich gerade nicht gerade da? Ja. Wir schmälern ihn ja nur, weil es ist fast schon so ein kleiner mentaler Companion. Na gut, dann fresse ich jetzt hier aber auch einfach wieder Mach, Feuerpapier. Nimm es alles. Das ist noch 30 Minuten. Lass dir richtig Zeit beim Kampf.
Ja, genau das. Da war ich wieder das gleiche. Ich dachte, ich habe ihn erwischt. Gut. Nee. Einmal die Dreier-Kombo. Ja, ja. Wenn die einmal trifft. Pam, pam, pam. Aber was halt jedes Mal ist, wenn er diesen einen so macht und ich denke, ich erwische ihn mit der Pistole und rolle nicht weg. Weil ich niemand denke, okay, wenn ich jetzt wegrolle, dann kriege ich nicht mehr den Eingeweihteingriff, weil ich zu weit weg bin, weißt du? Deswegen ja. Roll ich nicht. Und dann trifft er mich und das ist jetzt, glaube ich, dreimal passiert oder so. Es gibt ein, zwei Moves, die sind relativ sicher, dass man da den Angriff, den Schuss hinkriegt. Mhm. Vielleicht immer auf die warten. Also, oder man muss wirklich zu jeder Animation den passenden Schuss lernen. Mhm. Weiß nicht. Vielleicht sogar. Könnte man jetzt auch mal versuchen, noch mal mit der dicken Waffe, jetzt wo wir ein bisschen besser wissen. Ja, aber dann hast du die Pistole nicht, weißt du, ne? Du musst halt wechseln wieder, nicht vergessen. Das stimmt, ja. Ja, ich überleg gerade. Kannst ja machen, wechseln, die Waffe, ne? Ja, aber die Waffe, okay, nee, die Waffe ist schon geil. Also das Schießen ist schon wirklich hier bei ihm echt wichtig. Das würde ich ungern meiden. Okay, einmal bitte nehme ich beides. Nicht ja, klar, okay. Natürlich, dafür haben wir die doch. Oh, ich dachte gerade, du lebst noch, aber er hat dich einfach nur vor dich hergeschoben. Es ist, oh Gott, warum habe ich was genommen? Ich nehme ab, nie wieder was nehme ich jetzt. Du klingst wie Harald Junke. Junkie, ja. Warum? Ja, aber guck mal, es ist ja auch völlig legitim, dass du die Dinger nimmst. Also, ja, aber es ist so eine Verschwendung. Man muss eigentlich erst in der zweiten, nee, wirklich, man sollte erst ab der zweiten Phase, wenn er seine Flügel kriegt, dann sagen, okay, jetzt ist Zeit für die Tabletten oder so. Das ist so eine Verschwendung und die sind so teuer. Herr Kors, es ist wieder Zeit für Ihre Tabletten. Aber ich bin nur noch gar nicht in der zweiten Phase. Doch, doch. Jetzt einmal bitte. Oh, da. Hab ich gesehen, da war noch. Da ist was, da oben, ja. Ne? Da ist, aber komm, da, diesmal reicht runterspringen nicht. Ja. Oder doch? Das war so weit weg. Warum ist der Wechsel? Mir ist viel epischer, wenn ich so langsam gehe. Geht ja auch langsam. Vielleicht macht er auch einen anderen Angriff dann. Mal gucken. Hallo, ich bin's. Ja, er macht manchmal andere, ne? Das ist der Beste. Alter, der ist hart, weil der aus der Drehung kommt. Ja, jetzt nach hinten wieder wollte ich nicht. Ja. So gut. Timing. Timing. Ist da wirklich jedes Mal rollen, nein, rollen, rollen. Ich kam nicht mehr auf die Füße. Ah, das war eine Vierer-Kombo ins Gesicht. Das darf nicht passieren. Vierer-Kombo ins Gesicht. Ich will den jetzt schon. Das ist legen. Das End von der Geschichte. Bitte. Ich möchte ihn legen wie ein Ei. Da. Ja, wie ja. Kommt man da hin? Das ist eine berechtigte Frage. Ist das eine Lampe? Nee, ist irgendwas anderes. Da hängt nur was. Na gut.
Nun gut. Ich will mal wissen, ob das irgendwas bedeutet, wenn ich die alle kill. Ich kriege ja nicht mal Punkte für. Das ist eigentlich eine sehr aufwendige Arbeit. Ja. Und vielleicht ist das ja das, was gemacht werden muss, damit er weniger stark ist. Schön die Anhänger, ne? Meuchel. Absolutes also ich glaube, er wäre auf jeden Fall ziemlich böse, glaube ich. Ja, aber er muss zusehen. Ja. Er könnte auch mal was machen und helfen, aber er schaut zu wie seine Anhänger. Wir machen es einmal, ne? Wir versuchen das einmal. Da ist noch einer. Er denkt, wir sehen ihn nicht. Was schleimt denn da von oben runter? So gefällt mir das. Hast du es gerade gesehen? Jetzt komm her. Die Piratenschiffe da oder was das ist da hinten noch, ey. Oh, da hat er mich so halb erwischt. Streift. Okay, das war nix. Kommt jetzt? Ah, das Ding. Okay, oh. Ja. Schade. Voll aufgeladen, jetzt sind wahrscheinlich einladen können. Ja, ich traue mich. Aber nicht die Zeit war auch nicht da, das war schon alles richtig. Oh ja, gut, das war sehr schön. Ja! Hat gar nicht so viel gebracht? Nee, das war nicht voll aufgeladen. Oh oh. Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. Das war richtig gut. Sehr schön. Jetzt bist du wieder drin. Alles easy. Nichts wie ich! Wegen dem Gespratze. Nicht auf so einen Schlag Abtosch einlassen mit dem. Sehr gut. Oh nein. Ja! Ja, 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 ja! Aber es passiert nichts, oder? Doch, du machst alles richtig! Hau ihn tot! Was ist denn das? Heil dich! Okay, alles mega geil. Yes, yes, er ist gesteckert, oder was? Ich sehe nichts! Hau ab! Ich sehe einfach nichts! Oh, das war weil das Scheißspiel einen nur vollspratzt mit irgendwelchen Effekten. Ey, das war aber richtig gut. Das war richtig gut. Ja, egal. Ja, das war wirklich ganz gut. Wir kommen voran, mein Freund. Das ist die Hauptsache. Siehst du, der Chat sagt auch, Spiel ist schuld. Und die sagen das nicht, um mich zu verhöhnen. Die sagen das, weil das Spiel schuld ist. Ja, das ist Spiel ist schuld. Spielschulden. Schade. Schade, Popade mit Made. Da.
Aber du hast gesehen, das dicke Schwert eigentlich ist geiler als, ich glaube du wirst. Aber hat das denn jetzt was gebracht oder nicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Also ich habe jetzt auch vorhin gehabt, Bock, das immer zu machen. Mach das nur, weil die mich nerven. Und weil es so schön synchron ist. Synchronsterben. Der kriegt die alle, kriegt hier. Lemminge-Spiele. Ja, geht nicht, aber irgendwie muss es gehen. Ja. Okay, Kampf. Homie. Baseball. Weg! Keule! Alles gut, bist wieder da. Nochmal Energie. Jetzt holt er mich, ich fahr nicht weg, nur weg. Gott, wie dumm. Immer das gleiche. Mann! Ja, aber du tänzelst ganz gut mit ihm rum. Das bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht erwische. Aber du lernst. Das Timing lernst du. Ja, endlich. Und das ist die Belohnung. Oh, hol dir die Früchte aus seinem Leib. So, jetzt. Das ist wieder das gewesen, wo ich dachte, ich hab ihn und hab ich ihn nicht. Immer der gleiche Move. Ich hatte aber nur noch zwei Fiolen. Ich wusste, aber wir sind an diesem Punkt immerhin angekommen, wo wir mehr Fiolen brauchen, wo wir immerhin länger überleben. Zu viel Schaden genommen. Ja gut, du hast aber gerade sehr viel experimentiert mit der Waffe. Ne? Ja, also, ja, ja. Ich habe das Gefühl, du hättest da auch mit einer anderen Taktik hättest du genauso viel, wenn nicht sogar mehr rausgeholt. Aber du willst gerade ausprobieren, wie die Kugeln funktionieren. Ja, also klar, das Schwert, das Große macht natürlich deutlich mehr Schaden. Und ich habe immer so, also es gibt immer so ein... Ja, beide Taktiken. Es gibt zwei Taktiken. Das eine ist wirklich rein und ihn schlagen und das andere ist halt zu versuchen, ihn zu staggern. Man kann die ja sicher auch kombinieren. Ich bin momentan noch eher so, dass ich mich mehr darauf konzentriere, okay, jetzt versuche ich ihn zu staggern. Da muss man einfach beide Sachen machen. Und ich glaube, man kann vielleicht auch mal wechseln zwischendurch mal das Schwert. Irgendwie, weil du hast ja eben auch nur mit dem großen Schwert gekämpft und das hat ja auch echt gut funktioniert, weil das dann viel, viel Schaden macht. Und du kannst ihn vor allen Dingen auch, glaube ich, dann
wenn du ihn von hinten gut triffst, auch staggern sozusagen. Guck mal, du kannst ihn richtig den Schlag rausnehmen, so. Weg. Oh, ja, kam ich, war nicht drin, ne? Nicht drin im Rhythmus. Man muss, glaube ich, bei ihm die meiste Zeit nach rechts ausweichen. Wann immer ich links ausweiche. Es geht auch links, ich sehe es bei dir immer links. Aber bei mir hat es vorhin so gut geklappt. Er macht immer diesen Rechtsschlag. Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, weil dadurch, dass er ja Rechtshänder ist und du holst ja aus und der Schlag geht dann nach da. Das heißt, wenn ich in die Richtung rolle, endet der bei mir. Und wenn er hier ansetzt und ich rolle in die Richtung, kann ich unter den Angriff durch. Das geht aber auch nur, wenn du, wenn der Schlag so ist, dass du unter ihm durchrollen kannst. Wenn der Schlag so schräg ist, dann erwischt er dich ja trotzdem. Aber ich weiß es auch nicht. Es geht auch immer so schnell. Man muss da auch wirklich schnell gucken, zu raffen. Ich versuche jetzt mal auch mit dem großen Schwert. Mach mal mit dem großen. Ich wette, du könntest den jetzt richtig Ärger machen. Weil du hast ja eben auch unglaublich viel Zeit verloren mit diesem Ausprobieren. Mhm. Und wenn du jetzt die 20 Fiolen alle da mal reinpackst. Ich probiere mal aus. Mal gucken, was jetzt so geht hier mit Heinmück. Guck mal her hier. Bevor das Feuer ausgeht, guck mal her. Gehen gar nicht durch das Feuer. Shit. Oh, ich hatte es gerade in den Mund gesteckt, hast du gesehen? Ja! Wollte ich mir in den Mund stecken. Das ist nicht so gut. Ist das hier eigentlich der Endgegner? Oder gibt es dann noch das Add-on? Naja, klar, aber ich meine, ist der Waisenknabe von Koos? Dann die Eltern von Koos. Gibt es dann noch die Eltern oder die Mutter? Oder ist das im Hauptspiel? Vielleicht sind das ja die im Hauptspiel auch hier irgendwie. Aber es gibt noch irgendeine Koos, oder? Weil der Grund, dass es, wir haben diesen Erfolg uns ja mal angeguckt hier, der auf dieser Konsole ist, von Ede und Co. Und das war ja der letzte, den sie erreicht haben, weil sie als letztes wahrscheinlich den DLC gespielt haben. Das heißt, der Waisenknabe müsste dann auch der letzte Endgegner sein. Aber ich dachte, es gibt noch eine Königin oder so. Naja. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber die haben vielleicht dann das Add-on nach dem Hauptspiel gemacht. Genau, aber der letzte Gegner, den sie gemacht haben, war der hier. Ja, das heißt, das muss der letzte im Spiel sein. Ja, in diesem im DLC. So, jetzt mach ich ihn erstmal Platz, ich bin ruhig. Oh, boah. Komm, ich war weg. Er hat ja nicht viel abgezogen. Heil dich, heil dich. Ich dachte, ich habe mich gerade geheilt. Siehst du, okay, das geht nicht. Mhm. Den Waffenarm in die Richtung des Waffenarms. Einmal ausweichen. Ich bin ausgewichen und der Schwung nach hinten hat mich erwischt. Es ist wirklich wahr. Lieber Chat, was sollen wir machen? Ah, okay, gut. Es gibt noch einen optionalen Boss hier, den wir aber nicht machen werden. Nicht machen müssen oder nicht machen werden? Beides. Einmal hinunterfahren. Bitteschön. Dankeschön. Ich hab dich lieb. Fahrstuhl. Der Sohn des Helden und der Fahrstühlen. Nein, liebe Menschen, wir brauchen kein Schwert plus 10. Es geht auch ohne. Es würde uns natürlich ein bisschen helfen, aber wir brauchen es nicht, weil wir mega gut sind. Ein plus 10 Schwert. Nein, weiter habe ich noch nicht am Text gearbeitet. Ich habe jetzt einen Tipp gelesen, den ich interessant finde, weil ich nicht ganz verstehe. Ich soll mich weniger heilen. Also, oder vielleicht nicht nach jedem Treffer. Ja, mehr zurückschlagen. Ich finde, ich schlag schon ziemlich viel eigentlich. Alter, das habe ich gerade nicht gesehen. Wieder derselbe Scheiß. Ja. Hat die Kamera Ja, oder? Aber das war die Kamera. Nee, ja, beim hier ist war
Ach, na ehrlich, guck, hier ist es wirklich die Autokamera. Das war wirklich mega dumm. Hast du mal versucht, den nicht so anzulocken? Also anzu. Ja, aber ich hab einfach, das erste war der Fehler. Und dann war ich dumm. Der Fehler war der Tweet von Ede vor vielen, vielen Monaten. Ja, stimmt. Ach ja, ich bin auch ein bisschen. Das ist ein langer Tag. Ich habe nachher noch 6 Stunden Simons. Aber ja, das ist eher eigentlich das Konterprogramm zu Bloodborne, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich so, das, was hier kaputt ruhig geht. Ruhig bauen, ne? Ja, kann ich da wieder so. Hui. Ich fliege gleich hier im Anschluss, wenn wir durch sind, fliege ich nach München. Oh. Weil ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, eingeladen bin als Gast bei Eurosport. Die haben so eine Sportsendung Mann gegen Mann. Und aus irgendeinem Grund glaube ich, dass ich genug Ahnung habe, um da als Gast aufzutreten. Das finde ich aber schön. Was sie sicherlich bereuen werden im späteren Verlauf des Abends. Aber also mein Tag ist auch noch lang. Aber ich freue mich drauf, da mal. Ist alles noch heute dann? Ja, das ist heute. Ah, okay, krass. Ich fließe da gleich hin und dann bin ich erst in so einer, noch so einer anderen Sendung, 10 Minuten oder so. Und dann heute Abend, dann nach dem Bayern-Spiel, also diese Show. Und die wissen ja, glaube ich, gar nicht, wen sie sich da einladen. Aber ist ja live, können sie nicht mehr ändern. Ralf Gunnisch war auch letzte Woche da. Ah, war er? Ja. Ja, der ist da ja auch genau richtig. Ja, ja. Ne? Solange ich mit dir Smalltalk gemacht habe, warst du mega geil. Weißt du warum? Weil du intuitiv gespielt hast. Oder weil Fußball und das dann so eine Vakuum in meinem Hirn erzeugt und ich dann vielleicht mich besser. Scheiße, nee, Mann. Ich kam auch wieder nicht rein. Ich habe diesmal versucht, nicht so häufig zu heilen. Und ich glaube, ich weiß auch, was ihr meint. Also, dass man eben statt heilen, kannst du lieber einmal schlagen und ja, die das Energie. Ja. Aber natürlich ist auch verständlich, dass der Impuls ist, heilen. Ja, ja. Weil man das Gefühl hat, eine Kombo macht einen platt. Aber die Kombo macht einen ja eh platt. Also, ob du jetzt volle Energie hast oder halbvolle, während du platt gemacht wirst, ist dann auch egal. Ja, aber die Kombo ist halt so ein, also das Zurückschlagen ist so ein Energierückgewinnungssystem. Und das ist natürlich kostenlos. Wie Bio-Wärme. Ja, ja, ich bin ja dafür, nur. So, ich muss jetzt einmal, ich bin gerade ein bisschen müde und durch. Ich muss jetzt einmal kurz meine Energie chandelieren. Ja, okay, ist eh der letzte, vorletzte Versuch von uns. So, ich guck mal zu. Ich sehe gerade wieder nichts. Alter, wie der sich nochmal komplett um sich rumgedreht. Ein Dreck. Wundervoll. Ah ja, da kommt der wieder. Da musst du, glaube ich, nach vorne dann. Ja. Ja, ja, ja. Nein! Oh, dann kam noch dieser Windel, Wiesel, Wumpe. Da meint dich, du mit deinem Herpes-Schwert. Wo warst du da vorher mit? Dass das so aussieht. Würde ich aber wirklich mal zum Arzt gehen mit. Das pulsiert ja. Bin sehr froh, dass ich jetzt erstmal Urlaub hab nach dem heutigen Tag. Weil dann muss der, wenn wir den jetzt nicht schaffen, überraschend, dann muss der Junge ja auf uns warten eine Weile. Das wäre natürlich nicht so schön. Okay, wir haben noch Blitz. Zweimal Blitz. Komm, es passt genau. Ein Kampf jetzt von mir, der geht genau 5 Minuten, dann sterbe ich, während nur noch ganz wenig Energie vom Gegner übrig ist. Und dann hast du noch 2 Minuten, überziehst, schaffst es. Oder ich spiele nur 30 Sekunden. Du hast gesagt, du willst 5 Minuten spielen und jetzt muss ich schon früher bereit sein.
Das geht doch nicht. Das war nicht zu 100% alles gerade korrekt, was da ablief, finde ich. Ja, kannst ja mal bei der Behörde, bei der Bloodborne-Behörde mal ein Beschwerden Fairness-Behörde hinterlassen. Diesen anderen Gummi. Oh, Tipp aus dem Chat, wir können diese Aufstehanimation, kann man unterbrechen. Also die unsere, nehme ich an. Also wenn wir irgendwie... Echt? Ja, das ist mir neu. Ich prügel den jetzt. Entschuldigung, ich lache weiter, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass du es jetzt schaffst, ne? Ich hätte es mir wirklich gewünscht. Ich bin am Punkt, wo es mir null Ego, es geht nur noch darum, dass du Bastard endlich zurück in deine Plazenta kriechst. Wie kann man so weit kommen, ohne jemals Kreis zu drücken, wenn man am Boden liegt? Kann man etwa mit der Kreistaste, während man am Boden liegt, das am Boden liegen unterbrechen? Ich glaub's nicht. Hinknien vielleicht, also da steht, unterbrechen ist relativ, du kannst, wenn du Rollen spammst, irgendwas machen, ja, okay. Wir werden es probieren, aber hab das Gefühl, ich drücke eh mal panisch rollen, wenn ich liege. Also. So. Aber ich stimme dir zu, es ist mal ein interessanter Boss. Jetzt macht es langsam auch irgendwie Spaß, weil es echt herausfordernd ist. Und weil man versteht, wie er funktioniert. Genau. Und jetzt sind wir einfach nur müde. Müde alte Männer. Unkonzentriert. Ach. Okay, die Bestienblut hebe ich mir auf für die zweite Phase. Hackeball. Okay, das ist schon mal oft dasselbe. Jetzt rechts dran. Nee, erstmal nach vorne, genau. Kann ich hier? Nee. Da kommst du nicht hin, ne? Ein Schlag und schon gibt's was dagegen. Ratio fahren. Boah, das war gierig. Da war der dritte Schlag, war echt nicht nötig. Ja, gierig. Jetzt dieses Schieben wieder, ey. Ja, jetzt hast du Zeit, dich zu heilen. Das ist gut. Okay. Danke für diesen Angriff. Ja, sehr schön. Gesehen, ja. Ja. Das ist voll gut. Jetzt hätte ich noch mal hauen können. Ja, da taumelte er. Ja. Jetzt kommt wieder so ein... Ja. Na komm, was hast du noch? Kenn ich schon. Oh, ja, ich wollte gerade losrennen. Ja, der zweite ist immer länger, ne? Ja, aber ich wollte gerade, ich dachte, ich stehe weit genug. Nein! Oh. Oh ja, das war zum Glück gut. Wo soll man denn ausweichen? Ich hab's doch echt gemacht. Was ist? Oh, Glück. Gut. Super, 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 super. Das war schön. Von dir was erzählen hier. Das war schön, das war schön. Und jetzt der Zweier? Nee, jetzt kommt er. Oh! Hat mich das gerade von hinten erwischt? Hat mich das gerade... Nils! Jetzt sag doch auch mal was. Nee, ich... Ja, das was geht passiert nicht. Hier? Das ist nicht okay. Okay, so. Ich bin ready. Wieso habe ich ihn... Jetzt plötzlich hat er nicht gestunt. Er hat doch eben noch die Stun-Animation gehabt. Ja. Sehr schön. Ah, der Rundschlag. Rundstück. Oh nein. Das ist blauer Ärger. Ich habe echt ein Problem jetzt langsam. Deine Violen neigen sich. Oh nein, das war ein Schwischer oder was? Ihre Violen neigen sich dem Ende. Das war jetzt komisch. Da hat er mich wirklich mit einem Schlag komplett, ne? 2 Minuten 18, das reicht genau für einen Super-Move.
von Nils Bohmhoff. Dafür ist er bekannt, in der letzten Sekunde es noch zu drehen. Das Match, dann haut er noch dem Gegner 3 Tore rein und dann. Ja, jetzt mache ich aber ganz schnell ohne irgendwelche Tabletten einmal noch, weil wir wollen auch natürlich unsere Age of Empires-Freunde nicht warten lassen. Es gibt eine richtig geile, fette Folge. Aber die kann ja, wir können ja überziehen, dann können die auch überziehen. Ja, ja. Wenn du jetzt, also spiel jetzt bitte nicht schlecht, Nils. Nein, das kann ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Nein, aber also ganz klar, das ist jetzt der letzte Try. Und dann gibt es natürlich Age of Empires, die Boys und Girls im Chat, die sind schon ganz heiß drauf. Okay, letzter Kampf, letzte Chance, konzentrier dich. Ich hab Hunger, ihr wartet und bin ab. Sehr erschöpft. Alter Nils, ich habe nichts gesagt, aber der Anfang war ja unfassbar gut. Ja, ne? Das wär's voll geworden. Ne? Das musst du dir merken. Leider wirst du jetzt 2 Wochen lang, du wirst alles vergessen, aber du hattest unter diesem hohen Schlag, bist du so geil 2-mal ausgewichen. Dieser gesprungene zurück, aber wenn er dann, da bist du jedes Mal perfekt und zack, zack, zack. Aber dann ist mir die Waffe kaputt gegangen. Sie ist noch nicht kaputt, aber sie ist gefährdet. Ja, und dann habe ich, hat mich irritiert und dann habe ich intuitiv hier irgendwie so, habe ich die weggesteckt oder was? Und das war mein Ende. Aber Mist, ey, das hat mich jetzt gerade rausgebracht, dass die Waffe kaputt ist. Okay, aber das ist gut für alle Freunde, die Bock auf Age of Empires haben. Denn jetzt gibt es wirklich eine mega geile Folge. Bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn ihr keinen Bock auf Age of Empires habt. Es wird eine mega geile Folge. Ihr werdet danach Fan sein. Ich fliege jetzt nach München. Du machst gleich noch 7 Monster später. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Viel Spaß bei Rocket Beans TV. Tschüss auf die Sekunde. Geile Typen.